Libero, Lichtgestalt, Legende. Für viele ist mit Franz Beckenbauer nicht nur eine große Persönlichkeit, sondern auch der bis heute begabteste Fußballer von uns gegangen, den Deutschland je hervorbrachte. Franz Beckenbauer gehört zu den Besten der Welt und zu einem der Besten, der je Fußball gespielt hat, mit Pele oder Maradona. War sicherlich noch besser als Cruyff, weil Beckenbauer unglaublich elegant war in seiner Spielweise. Er flog über den Platz, er hat den Ball gestreichelt, er hat Außenrisspässe gespielt, wo die anderen noch nicht mal richtig gerade ausspielen konnten mit der Innenseite. Hat er schon dieses Kunststück vollbracht, dass er aus dem Fußgelenk ganz locker die Bälle 20, 30, 40 Meter weit geschlagen hat. Mit anderen Worten, Beckenbauer vereinte alles. Makellose Technik, eine unvergleichliche Übersicht und atemberaubende Genialität. Und als nomineller Defensivspieler konnte er eben auch verteidigen. Franz hatte ja das Image, er würde nur transpirieren, er würde gar nicht schwitzen. Aber ich habe den Franz ja in diesen 4 Jahren, meinen ersten 4 Jahren beim FC Bayern, auch anders erlebt, nämlich wenn es notwendig war, dann hat er nach 30, 40 oder 60 Minuten angefangen zu grätschen, zu peitschen, sich reinzuhauen in den größten Dreck. Franz Beckenbauer hat ja die Libero-Position erfunden, damals in den 70ern, mit einer Eleganz damals durch die Reihen, durch die Mittelfeldreihen spaziert ist und getribbelt ist. Das hat seinergleichen gesucht. Beckenbauer verkörperte die Ästhetik des Fußballspiels wie kein zweiter. Und ließ dabei nie das außer Acht, worum es vorrangig in diesem Sport geht. Mindestens ein Tor mehr zu erzielen als der Gegner. Weil er einfach das uns auch zeigte, was wir von Anfang an, wie auch heute jeder Spieler zu verinnerlichen hat, wenn er zum FC Bayern kommt, dass du in diesem Club möglichst jedes Spiel zu gewinnen hast. Er hat unglaublich viele Tore vorbereitet, hat auch Alleingänge gemacht von der Libero-Position aus, ist er durchs Mittelfeld marschiert, weil er auch unglaublich guten Antritt hatte und war perfekt, weil er eben auch seine Technik gepaart mit seiner Spielintelligenz. Das war schon absolute Weltklasse. Absolute Weltklasse. Franz Beckenbauer spielte in einer Liga, über der es keine andere mehr gab. Die Welt verneigt sich vor einem der größten des Fußballs.